Howdy, wie wär's denn mit Barbecue Basic Wissen? Ich zeig dir in diesem Film, wie man eine Basis-Barbecue-Soße herstellt, die ganz einfach ist, ziemlich vom Geschmack her ausgewogen mit der Säure und der Süße und auf die du zukünftig deine eigenen Soßen aufbauen kannst. Also schau dir's an. Eine tomatenbasierte Barbecue-Grundsoße herzustellen ist ganz einfach, brauchst auch nicht viele Zutaten. Du brauchst natürlich einen Ketchup, du brauchst Apfelessig, brauner Zucker, Salz, Knoblauch, Pfeffer, Zwiebel, Paprika, Worcestersoße und etwas Ahornsirup. Lass uns mit den trockenen Zutaten anfangen. Als erstes braunen Zucker. Die genauen Mengenangaben schreibe ich wie immer in die Infobox. Dann Salz. Schwarzer Pfeffer. Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, als letztes dann noch Paprika. Wer mich kennt, weiß, ich tue mein Paprikapulver immer durch ein Sieb. Dann sind die Klumpen weg. Das lässt sich einfach schöner verarbeiten. Ja, das sieht man schon, wenn die Klumpen kommen. Je nachdem, wie fein Paprikapulver gemahlen ist, sind manchmal auch keine Klumpen übrig, sondern tatsächlich Stückchen. Die sieht man jetzt hier auch ganz genau. Das sind keine Klumpen mehr, sondern die kleinen Plättchen von Paprika. Die nehme ich natürlich auch mit. So, dann tut man das schon mal verrühren. Und die Soße kann gekocht werden. Also, Feuer an. Geht nicht zu heiß an die Sachen ran. Topf drauf. Dann den Ketchup einfüllen. Weil wir sehr sparsam sind, nehme ich dann den Essig und fülle ihn hier rein. Deckel drauf, ihr kennt das Spiel. Ahornsirup. Und die Worcestersoße. Das Ganze gut verrühren und erwärmen. Also auf keinen Fall richtig zum Kochen bringen, sondern nur erwärmen. Das Gemisch dann schön warm. Fangen wir an, Stück um Stück unsere Gewürzmischung einzurühren. Macht das in mehreren Häppchen, so bricht euch A, die Temperatur nicht zusammen und B, ihr könnt es gründlicher verrühren.
hat man dann in circa 10 Minuten gerührt. Einfach das Feuer ausmachen. Diese Gusstöpfe halten sowieso lange warm. Was ich immer mache, ist, in meine Barbecue-Soße kommt immer noch ein Stück Butter rein. Das ist optional, ich mache es gerne. Das verleiht nicht nur eine andere Bindung, sondern es gibt auch einen schönen Glanz auf der Soße, wenn sie nachher auf dem Teller ist. So, die lösen wir jetzt noch auf. Deckel drauf und abkühlen lassen. Ja, so schnell kann man eine Barbecue-Soße herstellen. Aber mach deinen persönlichen Geschmack. Experimentier mit Zutaten, mit Gewürzen, mit Kräutern. Experimentier, wenn du diese Basissoße verstanden hast, dann wird deine eigene Soße auch wirklich deine eigene Soße werden.